Twan ist am Start und ich flieg sogar, ich bin der Klasseste. Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zu einem neuen Video, Leute. Ich hoffe, euch geht allen gut, Leute. Wenn ihr mehr Videos von Twan seht, wollt, lasst gerne ein Like, damit ihr die Glocke aktiviert, oder? Was sag denn du? Er hat mich angeguckt. Niemals! Twan angucken, wenn er Endlo macht! Leute, auf jeden Fall, wir werden ja wie beim besten Filmmarkt besuchen. Das ist außerdem ganze Urlaub-Dingsbums da endlich mal wieder weg, Alter. Der war die ganze Zeit nur unterwegs. Keine Zeit, nicht so viel für Twan gehabt. Deswegen, wir holen jetzt alles nach. Wir fahren zu dem Moment einen schönen Tag mit meinem besten Freund aller Zeiten, ABF. Max verpflegen, Leute. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich hab Bock. Und auf jeden Fall, Todesdeckel! Ah, Leute, das hab ich vermisst, Leute. Ab zu Max! Oh, Leute, sag ehrlich, Max, du Spaß mit dem Todesdeckel um zu Kluse. Das ist wunderschön. So, und jetzt hier sind wir Lift-Experte. Guck mal, einfach Seite ins Live gewechselt. So, mach mal Tor hier auf. Mal gucken, ob Max zu Hause ist. Oh, nee, noch keiner. Wir sehen nicht aus, ob Max da wäre. Galase, auf! Nee, Max noch nicht zu Hause. Egal, Leute, wir warten einfach, bis Max kommt zu Hause an. Leckes Paulberger ja da. So. Was? Was, Max? Ich weiß nicht, dass welche da sind. Ja, wo ist denn? Paulberger! Wo ist denn mein Schutzgeld? Weiß nicht. Wo soll ich mir noch Schutzgeld? Alter, von ist Max. Wie, wo? Da läuft er. Oh, was ist mit dem denn los? Wartet mal. Der ist am Humpeln. Das sieht aus, als der verprügelt worden wäre. Max! Hallo, Tuan. Was ist mit dir passiert? Nix. Was geht, Tuan? Alles gut bei dir? Warte mal. Du laufst nur mal, als ob du verletzt wärst. Was passiert? Nix. Ich bin nur. Hab mir beim Sport was gezerrt. Was hast du dir gezerrt? Meniskus. Warte, ganz kurz, ja? Nee, der Meniskus tut nicht weh, sonst hättest du jetzt geschrien. Ja, was? Nee, ich bin gerade die noch hingefallen draußen. Wo? In der Einfahrt bin ich ausgerutscht. Oh, bei der Einfahrt? Und warum hast du so ein blau... Warum ist dein Gesicht so angeschwollen? Nix, ich habe so neues Fitnesszeug genommen. Ich habe allergisch drauf reagiert. Ich gehe mich um. Umziehen, bis später Touren. Los, Hilfe! Nee, alles gut, danke. Leute, das ist komisch. Max sieht aus, als er verpirrt wollen Welle. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Max ist ein starker Mann. Wenn jemand den Stagger mag, der haut was nicht zurück. Aber was ist, wenn ihn jemand verprügelt hat? Und warum erzählt er mir nichts? 10 Sek von mir? Max muss ihn nicht sehen. Oh, wie werden das ja losfinden? Warte. Paulberger! Ja, oh, das war nichts. Hey, Leute. Mitkommen, wir müssen leben. Lass mich los, Mann. Wir müssen uns dafür Auto legen. Oh, lass mich los. Paulberger. Mach mir nichts sauer! Was machst du? So, Paulberger. Lass mich los, bitte. Hier kannst du nicht so gut weglaufen. Ich will doch gar nicht weglaufen. Alles gut, was ist los? Was ist mit Max los? Keine Ahnung, Mann. Mit wem hat der Ärger? Ich weiß nicht. Max sieht aus, ob du verprügelt wollen will. Lass mich kurz überlegen, ja? Wer macht das weg aus deinem Mund? Oh, ich wollte auch Businessman sein. Alle machen so Zigarre im Mund rein. Nein, du bist zu jung dafür. Ach so. So. Ja, warte ganz kurz, ich hab hier noch was hinten. Weißt du, Max? Irgendwas Neues in Max' Leben passieren? Ich glaube, der macht wieder Fitness. So. Ey, mach das weg! Oh, Ja, erstmal kalt abdusen. Ja, egal, Paulberger, kann man nichts los. Max macht Fitness. Was ist, wenn. Obwohl, da kann passieren, dass vielleicht irgendein Gewicht auf den gefallen ist, aber da hätte er mir das so erzählen. Oder sehnt er sich, weil er nicht stark genug ist, um 140 auf der Bank zu drücken. Und er hat sich deswegen verletzt. Oh Leute, das sind Flaggen über Flaggen. Was machen wir? Und was für ein Duck, Max, irgendjemand? Was für jemand Duck, wie Max, wie tun? Dann werde ich den Typen zerquetschen wie eine kleine Kakerlake! Auf jeden Fall, wir werden das herausfinden, Leute. Ich glaube, wir müssen ab heute. Ey! Komm her! Du verdammte kleine Dreckiger! Paulberger! Weißt du was? Paulberger? Guck mal! Max! Ja. Paulberger spielt am Grill um! Paulberger! So, jetzt habe ich Max erzählt, du hast den Grill kaputt gemacht. Tschüss. Ah. Okay, Leute. Eigentlich können wir jetzt Max solides sehen, Leute. Ich kann ihm sagen, wenn gewisse Zusfälle mal nichts nimmt, ich kann dir helfen, dass du Deckel werden. Mit dem Atmung der 1000 Sonnen aktivieren wir die ganzen Muskeln, die sonst nie aktiviert sind. Oh, das werden wir machen, Leute. Das werden wir machen. So, wo ist denn Max hier? Warte mal, hast du den Basketballplatz? Max! Na doch nicht. Oh, oben ist der auch nicht. Vielleicht ist er hinten im Garten und ist ein bisschen im Pool am Zählen. Wer weiß. So, wir gehen mal ganz kurz hier zu dumm. Rein, Max, hier. Vielleicht ist er oben in seinem Zimmer ausruhen. Das kann auch sein. Ja. Er gibt es Sinn, Leute. Oh, hätte mir direkt denken können. Max ist so ein... Wenn er viel Sport macht, dann muss er schlafen gehen, ne? Braucht viel Energie. Deswegen, wir gucken nach, Max. Lalalalala. Twan ist beste Superstar. Twan haut alle kaputt mit einem Schlag der 1000 Sonnen. Oh, warte mal. Leise sein. Aua. Max hat Schmerzen. Oh, ey.
Zu fünft haben die mich verprügelt, ey. Nein. Geh nie wieder da in das Fitnessstudio, ey. Nein. Wartet mal, ich hab eine Idee. Max! Max! Hallo! Ja, was geht? Dicker, das Ding. Ich hab Fitnessstudio gewonnen heute, hä? Ja. Ein bisschen zu hart trainiert, glaube ich. Ja, kein Problem. Weißt du, was das Gute ist? Ich war mal für Fitnesstraining, deswegen, wir gehen morgen zusammen trainieren. Ach, alles gut. Ich brauche noch Erholung für meine Muskeln. Die brauchen ja, das. Kein Problem. Nein, das ist nichts schlimm. So, hier, warte, ich hab was für dich. Hier, nimm das mal. Klingt das heute Abend, dann morgen hast du keine Muskelschmerzen mehr. Okay. Morgen ist viel. Achtung, morgen ist wir gehen trainieren. Okay, kein Problem. Okay, Max, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen, ja? Ja, okay, dann bis morgen. Tschüss, Tuan. Leute, jetzt kriegt ihr da was mit. Leute, ihr denkt euch bestimmt, Tuan, warum du steckst hinter der Hände und warum gehst du nicht selber und machst alle einfach kaputt? Passt auf, Leute, ich bin nicht für immer da. Stellt euch mal vor, Tuan irgendwann weg und was soll Max dann machen? Muss mir die Lage genau angucken. Ich werde ihn morgen hinbestellen, aber er wird mich nicht sehen. Und dann will ich gucken, was da los ist. Und Dani kann eine Situation von Ganze. Also, ja, analysieren ganze Situation. Ich kann Max perfekt helfen, dass ich selber verteidigen kann, Leute. Weil ich habe noch immer ein SMM, Leute. Deswegen, wir fahren jetzt zu meinem Tempel zurück. Und schlafen eine Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. So, Leute, wir haben das Auto jetzt hier geparkt. Von hier oben da werde ich beobachten, wo Max ist. Der müsste gleich in 2 Minuten ankommen. Er hat mir geschrieben, SMS. Da gucken wir uns das Ganze mal an. Oha, da prügelt einer schon. Der haut alle um hier. Wer ist das denn? Oh, da ist Max angekommen. Ich hab dir gesagt, du sollst hier nicht mehr sein, ne? Hab ich dir nicht gesagt, du sollst hier nicht mehr sein? Ja, okay, ist ja gut. Ich wollte nur hier mit einem Freund zusammen trainieren. Aua. Ich hab dir gesagt, du sollst hier weggehen. Scheiße, Mann, komm doch her, Mann, du kleiner Hund. Oh, Max, fertig. Kleiner Hund, Max hat keine Songs. Nein! Du sofort zu verpflichtet. Alter, scheiß auf dich, Mann. Scheiß mal für dich. Nein, ich muss Tuan anrufen. Bleib still, Max! Hä? Hey, Tuan, was machst du denn hier? Fall los! Ja, okay. Dir ist also nichts passiert, du bist runtergefallen. Ja, tut mir leid, ich war nicht ehrlich zu dir. Wie lange macht er das schon? Ja, ich war jetzt 3-mal hier, aber scheiß drauf, ich geh einfach woanders hin. Ich hab keinen Bock darauf. Nein, das geht so nicht, Max. Wenn jemand dir dein Blut wegklaut, du musst dich wählen. Was ist, wenn du später eine Flower hast und jemand greift dir an, der stärker ist als du? Ja, dann gehe ich auch drauf wie jetzt, aber was soll ich machen? Wie, was mach ich? Ich hab mich ja versucht zu wehren, aber der Typ, sein Arm wiegt zu viel wie ich, Mann. Nein, das ist nicht das Problem. Guck mal ganz kurz, fall zurück ein Stück. Ja. Bleib stillen. Guck dir mal in den Typen hin. Der sieht auch stark aus hier, oder? Ja, schon. Weißt du, was das Ding ist? Einfach so eine zuhauen. Guck, wie der geflogen ist. Haja! Ja, aber der Typ, der ist auch nochmal, keine Ahnung, 100 Kilo leichter als der andere. Aber guck, hast du gesehen, wie mein letztes lag? Ja, hab ich gesehen. Das war die untergehende Bauchsonne. Untergehende Bauchsonne? Da, wo Kraft nicht hilft, ist Technik am Start. Da, wo die Muskeln dominieren anscheinend. Übernimmt der Geist. Verstehen Sie, was ich mit sagen will? Ja. Max, wir machen aus dir einen Sonnenkläger. Es sagt, der 1000 Sonnen kann nur geschafft werden von einem Sonnenkläger. Der ein hartes Training schaffen. Ich kann das doch aber nicht. Nur du kannst das. Nein, Max. Jemand mit Feuer im Herz schafft sowas. Und du hast Feuer im Herz. Deswegen, ich werde dir jetzt beibringen, Max. Es wird Zeit. Für den Weg der Sonne. Muss ich dich Senpai nennen jetzt? Nein. Okay. So, einsteigen. Wir fallen zu meinem Tempel. Und dann, wir fangen an. Max, nie wieder wird einer kommen und dich ärgern oder verprügeln. Wenn das passiert, nur eben den Schlag der 1000 Sonnen. Okay, danke, Tuan, dass du mir das beibringst. Aber merk dir mal eins. Mit großer Macht und große Verantwortlichkeit. Deswegen, jeder, der Duft guckt, dem Haus einen in die Fresse. Haben wir uns verstanden? Ja, nein. Du bist der Klasseste. Ich will keinen Streit haben. Ich will einfach nein, du machst jeden Platt. Ja, okay. Na, sehr gut. Deswegen fahr jetzt bitte die Leine. So, wir packen jetzt hier. Als erstes, Max. Ja. Hast du Lust, den Typen auf die Fresse zu hauen? Ja. Mach das! Zeig, was du kannst! Jetzt sofort! Ich muss gucken, womit ich arbeite. Dem hier im weißen Hemd. Ja, mach den kaputt! Aber der hat doch gar nichts gemacht. Und da ist das erste Problem. Die Sonne strahlt auf jeden! Listig! Tut mir leid, aber ich muss es machen. Nein. Geh da jetzt baden, du Idiot. Max! Oi. Katastrophal! Wie? Katastrophal! Das Leben geht nicht! Du hast über den Zulik und habe gesagt, du hast keinen Grund! Okay. Gleit die Sonne auf die Glade. Ja. Siehst du? Und du bist wie die Sonne. Du strahlst auf jeden und jeder hat's verdient. Du brauchst keinen Grund. Okay. Du musst innerlich Frieden mit dir finden, Leute auf die Klaue und Gesicht zu hauen. Guck her! Hallo, der Hell! Haja! Siehst du, ich hab nur die Flau geschlagen. Lass den laufen. So, und zweites.
Wenn du flachst, dass er nicht verdient hat. Max, du hast ihm ein Gesegen gegeben. Du bist ein Slag, du bist ein Sonnenkrieger. Wirst du erleuchtet, dass du schwach bist und stärker werden musst. Boah, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ja, siehst du, deswegen. Wenn ich jemanden kaputt mache, dann nur, weil er zu schwach war. Und ich gebe ihm eine Chance, stärker zu werden. Okay, Tuan, bring mir bei. Alles klar. Als zweites, wir müssen den inneren Ziel in dir finden. Das heißt, meditieren! Diese Position annehmen. Nun, Max, stell dir vor, mach den Augen zu. Stell dir vor, du bist auf einem Berg. Ja. Voller Eis und Sturm. Okay. Du frierst, dir ist kalt. Dir ist kalt. Du bist kurz vor Sterben. Aber dann, die Wolken werden durchbrochen. Was ist das? Ist das das Ende? Nein, das ist der Anfang von allem Leben. Die Sonne, sie wärmt dich auf. Und jetzt stell dir die Wärme vor. Die Sonne berührt dich. Deine innere Wärme kommt und du wirst stärker. Du bist so stark und so heiß wie die Sonne. Guck mal, Leute, das ist voll Lin, der mir gar nicht weggegangen bin. Okay, Max! Ja, was ist gerade passiert? Du wurdest berührt von der Sonne. Hast du gemerkt, wie warm die ist? Ja, ich fühle mich. Ich habe Energie, guck mich nicht an. Ja, jawohl! Sag dir, wie das losgeht! Mach den Platten da! Ja, Max, du bist so dürftig. Aber Max, hast du gemerkt, wie der Geist dir gesagt hat, dass es kalt ist, dann ist es kalt. Ja. Wenn der Geist sagt, dir ist warm. Und wenn du in der Wärme kanalisieren in Hallem, du hast ihm einen Schlag gegeben und der lag sofort. Du hast aber keine Aktie geblockt, der hat einen Schlag und war weg. Ja, weißt du, was du gerade geschafft hast? Das war Schlag, der aufgehende Sonne. Das war aufgehende Sonne. Ich dachte, du bringst mir untergehende Sonne bei. Untergehende Sonne müssen deinen Körper noch stärken. Bei mir, wenn ich Schlag der Tausende gegen Sonne mache, ich bläst mir einen Arm. Oha. Ja, das ist eine sehr, sehr schlimme Macht, aber eine sehr, sehr starke. Da gibt es ja jeden Gegner besiegt. Aber Max, du hast nun Schlag der aufgehenden Sonne. Weißt du was? Versuch den mal gegen den Lambo hier. Mach einen Angriff der aufgehenden Sonne. Okay. Aua, meine Hand. Scheiße. Soll ich dir mal zeigen, was ein Schlag der Tausende aufgehenden Sonne schafft? Ja, mach mal. Okay. Oh, warte. Mal lieber mal den Tunus weg, Max, bevor noch was passiert. Schlag der Tausende aufgehenden Sonne! Alter. Und das ist der Multiplikator 1000 gewesen. Alter. Und man sagt, die untergehende Sonne ist 100-mal stärker. Boah. Und deswegen, Max. Krass. Aber das Problem bei dir ist, wir haben keine 10 Jahre Zeit, um dich vorzubereiten. Max. Ja, schwierig. Um den Schlag der 100 aufgehenden Sonnen zu schaffen, musst du alles Revue passieren, was in deinem Leben passiert ist, und überdenken. Jede Situation musst du in den Kopf drin haben. Aber hast du die Flagge? Was hast du am 2. Februar 2006 gegessen zum Frühstück? Keine Ahnung. Und da ist das Problem. Wie machen wir... Oh. Leute, ich habe eine Idee, aber es wird dir nicht gefallen. Max, du musst mir vertrauen. Tuan, ich vertraue dir immer. Ist da geil. Max, du weißt, du bist mein bester Freund. Ja. Und du weißt, alles, was ich tue, ist nur für dein Bestes. Ja. Und egal was ist, ich will, dass du stärker wirst und besser. Ja, weiß ich. Aber warum sagst du das so komisch? Max, weißt du, kennst du eine Situation, wo du schaffst, dass du alles Revue passieren lässt, alles, was in dem passiert ist, nochmal zum Glück erlebst? Man sagt das doch, wenn man stirbt, dass man da irgendwie nochmal an alles denkt. Ah, du lebst von dieser... Wie nennt man das? Eine Nahtoderfahrung. Genau, ja. Genau. Und du musst es schaffen, alles zu hinterflaggen. Und wenn du diesen Prozess geschafft hast, dann kannst du die 100 Sonnen vielleicht halten. Deswegen, Max, ich werde das Auto jetzt abschließen. Wie? Du schaffst das! Abgeschlossen! Leute, wart laut mir. Ich mag zum nächsten Zeitpunkt auf, Leute. Okay. Und aufmachen, Auto! Jetzt müssen wir schnell Max holen. Oh, Leute. Es muss sein, sonst wird er niemals stärker. Okay, Leute. Wir haben Max. Das musste sein. Wir haben sogar mein Lampe dafür geopfert. Laut! Ja! Gas, spuck was aus! Boah. Oh mein Gott. Was passiert denn mit dir? Ich hab das Universum gesehen. Du hast das Universum gesehen. Ich bin einmal komplett durch das Universum geflogen, durch alle Planeten, durch unser Sonnensystem. Und am Ende habe ich der Sonne tief in ihr Innerstes geschaut. Oh, Max, du bist beleidigt. Nun, Max, in die Meditationsline! Max, stell dir die Sonne vor! Die Sonne ist vor dir! Greif zu! Mit deiner letzten Faust, du holst die Energie, saugen aus der Sonne heraus! Okay, ich muss mich opfern. Ah!
zum Stehlen! Stark der 100 Sonnen! Schlag der 100 Sonnen! Oh! Scheiße, Alter, ich kann gar nicht schlagen. Ja, ja! Oh. Ey, tut mir leid, die Energie ist einfach, musste irgendwie raus. Ja, du hast mir gesagt, Max, das war Schlag der 100 aufgehende Sonnen! Boah, aber brauche ich noch den Schlag der untergehenden Sonnen? Das werden wir ein anderes Mal machen. Aber Max, ist dir was in deinem Körper aufgefallen? Ich werde es dir kurz zeigen. Oh. Schlag der 10 aufgehenden Sonnen! Merkst du, Max? Das tut ja gar nicht weh. Diese Faust, die du habe getränkt mit voller Energie, umhüllt deinen ganzen Körper. Und jetzt, Max, wir gehen zurück zum Gym und werden den Typen zeigen, was es ist, sich mit einem Sonnenkicker anzulegen. Let's go! Jetzt werde ich ihm zeigen, dass es mein Fitnessstudio ist. Leute, jetzt werde ich Max in diese Lacke holen. Leute, bleibt dran, damit ihr seht, wie Max seine 100 auf die Sonne auf sein Gesicht loslässt. Na, let's go! Oh, Energie, Max. Energie in meine Beine. Oh, Max hat's verstanden, wie das funktioniert! Max, wir kämpfen uns beim Sim! Ja! Oh, Leute, ich bin so stolz auf Max. Wo ist der Typ hin? Warte, Leute, wie geht's denn dem Typen? Ah, da hinten ist der. Hey, du! Flachpfeife! Dich schon wieder. Hast du jetzt deinen Opa geholt, oder warum kommst du jetzt hier mit dem her? Nein, das ist eine Sache zwischen uns beiden. Wir werden jetzt miteinander kämpfen. Und du! Ja, ist mein gib Typ. Gib ihm mal. Ja, der ist mal wie der Opa versucht. Ja. James. James! Ich glaube, dein Kumpel hat's mit dem falschen Opa angelegt. Ist das alles, was du kannst? Max, zeig's ihm. Okay. Was? Leute! Und mit Apple, die wollen die Kameras. Du bist ein elendloser Hund. Max, beleuchtet! Au! Ich bin kurz ein bisschen durchgedreht. Guck, wo der liegt! Zu deinen Füßen! Nun, sei froh, dass wir dich erleuchtet haben mit der Sonnenkraft. Und nun, weißt du, wer dein Meister ist? Nämlich... Duan und ein Climax! Und lege Nummer 1 und legt niemals mit Duan und ein Climax an, du Smuts! Okay, Max, das heißt jetzt, du kannst in Sim Klinilin gehen. Boah, aber ey, ich... Scheiß drauf. Ja! Wir haben einen Sonnenkrieger. Wir müssen doch nicht ins Gym gehen. Das wollte ich hören. Und Max, das nächste Mal, wenn du Probleme hast, komm zu Onkel Tuan. Tuan, lebe ich in dir. Ey, Tuan, ist das normal, wenn man so oft die Sonnenenergie benutzt hat, dass man voll Bock auf KFC hat? Oh. Lass uns essen gehen. Geht auf mich heute. Yeah. Und wir machen, Leute, wir haben es geschafft, Max zu helfen, der Typ, der Mobbing ist, ha? Niemals Mobbing ist uncool, Leute. Deswegen lasst gerne ein Like da, abonniert die Glocke, die mir so gefallen hat. Zeigt Max und Lucy, gute Videos ab. Bis jetzt, wie es wieder heißt. Tuan! Übernimmt ganz Santos. Ciao!